Ja, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordnete, ich beginne diese Debatte mit einem der erfolgreichsten Rezepte der Wirtschaftsgeschichte: It's the economy, stupid. Der ehemalige US-Präsident Bill Clinton gewann mit diesem Slogan nicht nur Wahlen, sondern brachte mit ihm alles auf einen Punkt, woran die Grüne Partei seit ihrem Bestehen scheitert, auch unterstrichen in Baden-Württemberg. Der Ministerpräsident Kretschmann schrumpft neben Clinton und allen seinen Nachfolgern auf Ameisengröße. Und so ist es auch mit seiner Wirtschaftspolitik selbst. Auf dem Index zur wirtschaftlichen Attraktivität stehen die USA auf Platz 1 und Deutschland ist sehr weit unten auf dem 18. vom 21. Platz. Und wir können von Glück sagen, dass große Ministerpräsidenten vor Ihnen wie Filbinger und spät Meine Damen die Fundamente. Und Herren, können wir die Zwischengespräche einstellen, bitte? Vielen Dank. Wie Filbinger und spät die Fundamente für den Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg guter Handwerkstradition sehr, sehr tief gelegt haben. Nur dem ist zu verdanken, dass unser Bundesland innerhalb Deutschlands immer noch einen wirtschaftlichen guten Platz belegt und zu den Nettozahlern im Länderfinanzausgleich gehört. Seit aber die Grüne Partei den Marsch durch die Institutionen vollendet hat, setzt sie alles daran, die Fundamente unseres Wohlstands und unserer Industrie zum Einsturz zu bringen. Wir sind auf dem Weg zum Entwicklungsland. Was passiert, wenn diese links-woke wirtschaftsfeindliche Ideologie ein paar Jahre länger Gelegenheit zur Wühlarbeit hat, sieht man ja derzeit in Berlin. Diese Frontstadt des wirtschaftlichen Elends und des rot-grünen Great Reset nennen mittlerweile sogar Wohlwollende den Hauptstadt-Slum. Dort funktioniert rein gar nichts mehr, außer natürlich die staatliche Förderung der linksextremen Antifa. Das blüht auch Baden-Württemberg. Das blüht auch Baden-Württemberg, wenn die Grünen weiterwühlen mit absoluter Sicherheit und das ganz garantiert. Baden-Württemberg befindet sich auf dem besten Berliner Weg, einst weltweiter Spitzenplatz in der Automobilindustrie, sind wir nur noch Schatten unserer selbst. In leidenschaftlicher Umarmung der grünen Ministerriege mit undemokratischen NGOs wie der Deutschen Umwelthilfe gelang es ja vor wenigen Jahren, die umweltfreundliche Dieseltechnologie völlig an die Wand zu fahren. Nachdem jetzt das Opfer ausgesaugt ist, kommt nun als nächstes die Automobilindustrie in Gänze dran. Einst der ganze Stolz der Wirtschaft im Ländle, beispielsweise beginnt beim Autozulieferer Mahle. Ein personeller Kaltschlag in Untertürkheim soll 4000 Arbeitsplätze wegfallen. Schaeffler, Mercedes und viele andere haben auch Stellenabbau angekündigt und stundenlang könnte man diese Aufzählung weiter fortführen. Und die US-Wirtschaft und ihre Erfolgsgeheimnisse könnten ja Vorbild der Stuttgarter Regierung sein. Aber deren Vorbild ist leider die EU. Sozialistische Planwirtschaft und absurde Bürokratie, der Weg in die dritte Welt zum Entwicklungsland. Da kann sich Herr Kretschmann noch so oft in den Zeitungen empören, Herr Ministerpräsident, sicher werden Sie von Ihren Beamten von dem Schlimmsten abgeschirmt. Lassen Sie sich doch mal bitte einmal so eine EU-Richtlinie oder Verordnung im Original geben. Und egal was für eine, dann sehen Sie eigentlich, woher diese riesige, absurde Bürokratie eigentlich kommt. Es ist absolut lächerlich, wenn Sie für den Niedergang Deutschlands die besseren Ideen anderer verantwortlich machen. Deutschland braucht schlanke Vorschriften wie früher. Die Unternehmen brauchen Ellbogenfreiheit, keine Knebelung durch die 100. Sicherheitsvorschrift, durch die 1000. Ausnahmeverordnung oder durch das 100.000. Verbot. Wer hat denn maßgeblich das Lieferkettengesetz betrieben, das einen enormen Bürokratieschub verursachen wird? Und welche Partei gehört denn eigentlich Jan-Philipp Albrecht an, der Vater der EU-Datenschutzgrundverordnung, die alle Gesetze nun bürokratisch überwuchert? Das waren allesamt die Grünen. Auch hier könnte man stundenlang Gesetze von ihrer Gesinnungsgenossen aufzählen, genau das verursachen, was der Ministerpräsident ja in allen möglichen Zeitungsartikeln weinerlich beklagt. In der Tat, Sie wären nicht mehr lange Regierungschef, Herr Ministerpräsident, wenn Sie Ihrer Partei das Spielzeug wegnehmen würden, mit dem diese die Wirtschaft erdrosselt. Change the system, not the climate. Die grüne Jugend geht ja mit dieser Systemwechselforderung völlig ungeniert hausieren und marschiert direkt in die Schaltstellen. Wenn Sie es sich wissen wollen, starke Kräfte in Ihrer Partei, die sich mit Verfassungsfeinden zusammenschließen, fordern die Abkehr vom kapitalistischen Wirtschaftssystem.
die Abkehr vom Wachstum, das Degrow, also den sicheren Weg zu frieren und hungern und in die Massenverarmung abzurutschen. Das Mittelalter ist übrigens auch schon in Baden-Württemberg angekommen. Befeuert wird der Abstieg durch mittelalterliche Endzeitmysterien junger Klimaspinner vom Weltuntergang, der unweigerlich ja bevorsteht, wenn man nicht den deutschen Anteil von 2% der weltweiten CO2-Emissionen auf 1% senkt. Nur ein Narrenhirn kann sich so einen Schwachsinn ausdenken. Denn allein China verursacht 30% der weltweiten Treibhausgase und erhöht den Ausstoß auch ständig, genauso wie Indien. Und wie diese Jugend so verblendet werden konnte, ist nicht schwer zu verstehen, wenn man sich die grüne Bildungspolitik der letzten Jahrzehnte anschaut. Auch hier verrückte Hirngespinste von der Gleichheit aller Menschen haben für eine Bildungsreform nach der anderen gesorgt, eine schlimmer als die andere. Grüne Lehrer und Bildungspolitiker wollten halt eben auch Karriere machen, durch hippe und tolle Ideen, auf die noch nie jemand zuvor gekommen ist. Und das zu Recht, denn all diese übergeschnappten Theorien linker Bildungsstürmer führten bis heute zu immer schlechterer Bildung. Ersparen Sie mir hier eine endlose Aufzählung der Abstürze baden-württembergischer Schüler im Bildungsranking. Das ist für Baden-Württemberg wirklich grauenhaft. Und Herr Ministerpräsident, Sie sehen sich ja schon wieder, ich darf Sie zitieren aus der Schwäbischen Zeitung, auf einem guten Weg mit den eingeschlagenen Reformen. Sowas nennt man wirklich selektive Wahrnehmung. Meine Damen und Herren, bringen Sie den Kindern doch einfach wieder 5 Jahre lang nichts anderes als Lesen, Schreiben, Rechnen, Singen, Schwimmen, Turnen und Heimatkunde bei. Bilden Sie besondere Förderklassen, damit die Talentierten nicht gebremst werden. Fordern Sie Leistung, helfen Sie schwachen Schülern durch Wiederholung von Klassen und verhelfen Sie diesen nicht zum Misserfolgen auf dem Gymnasium, wenn ihre Talente nicht im Studium, sondern im Handwerk liegen. Allerdings, in einem haben Sie recht, 20% der Kinder am Ende der Grundschule können nicht lesen und schreiben. War das zu Ihrer Grundschulzeit auch so? Natürlich nicht. Und warum nicht? Darauf geben Sie natürlich keine Antwort, Herr Minister Kretschmann. Vielleicht, Ministerpräsident, vielleicht liegt es ja daran, dass die Schülerschaft ja damals noch homogen war, weil es ja kaum benachteiligte Kinder gab, sprach Kinder, Herr Schwarz, hören Sie genau zu, Kinder aus zugewanderten Familien in großer Anzahl, da können Sie noch so klotzen, Sie erreichen Hunderttausende Schüler und Eltern aus bildungsfernsten Staaten auf gar keine Weise. Das und nur das ist neben Bildungsreformen mit dem Ergebnis der Halbbildung Grund des Bildungsnotstandes in unserem Land. Das Erbe unseres grünen Ministerpräsidenten kann also so zusammengefasst werden. Auf allen Zukunftsfeldern werden die tüchtigen Bürger und Schüler von Baden-Württemberg durch eine fortschrittsfeindliche, bildungsfeindliche, technologiefeindliche, sicherheitsfeindliche und wirtschaftsfeindliche Politik in die Knie gezwungen. Außer vielleicht jene tausende Beamte, die seit ihrer Regierungsübernahme natürlich Landesverwaltung und Ministerien geflutet haben. Wir sind auf dem Weg in ein Entwicklungsland. Staatliche Beamte und Angestellte schaffen keinen Wohlstand, sondern nur Bürokratie. Wohlstand kommt vom Verkauf guter Produkte. Gute Produkte werden von der Wirtschaft entwickelt, die auch Luft zum Atmen hat. Eine Wirtschaft, die nicht durch Flatterstrom, Rekordsteuern, Rekordenergiekosten, Rekordbürokratie, bildungsferne Lehrlinge, Datenschutzwahnsinn und Fachkräfteauswanderung erdrosselt wird. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Und auch deswegen sollte Ludwig Erhards Wohlstand für alle Pflichtlektüre sein und nicht auf der grün-roten Liste der verbotenen Bücher stehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Frau Präsidentin, an den Reden der anderen Fraktionen konnte man ja wieder erkennen, dass sie den Ernst der Lage nicht erkannt haben. Denn die Lage unserer Wirtschaft ist wirklich dramatisch und Sie alle von den Altparteien tragen natürlich die Verantwortung dafür. Und
Wenn die Politik es nicht schafft, in den wirklich drei wichtigen Problemfeldern Energiekosten, Bürokratie und Steuerlast nicht in den Griff zu bekommen, dann erleben wir einen nie dagewesenen Wohlstandsverlust. 17% aller Firmen möchten laut einer Umfrage die inländische Produktion wegen hoher Energiekosten zurückfahren. Und wir haben ja auch bei der Energiefrage auch gelernt, Verzicht auf Kernkraft bedeutet auch eine Rückkehr zur Kohle. Markus Jäger, und ich möchte damit auch zu Ende kommen, Markus Jäger, der Chef des Bundesverbandes mittelständischer Wirtschaft, hat eines gesagt: Deutschland wird in den vergangenen Jahrzehnten so reglementiert und kontrolliert, dass heute nichts mehr funktioniert. Und deswegen fordert nicht nur er, sondern auch wir von der AfD eine komplette Runderneuerung dieses Landes. Vielen Dank.